Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch für Bucket, wie man da auf 1.1 kommt für Minecraft. Ich habe mir die Dateien einfach schon runtergeladen, die ich brauche, beziehungsweise den Start habe ich geschrieben. Und die Craft Bucket 1.1 habe ich auch noch hier. Ich muss dazu sagen, sie ist noch sehr verbuggt. Eigentlich gar nicht, bis jetzt, ich habe noch nichts gesehen. Die Plugins laufen halt nicht mehr alle, die muss man halt updaten nach und nach. Was das einzigste, was ihr machen müsst, ist hier die craftbucket.jar eintragen, sonst ist es irgendwas anderes. Das habe ich jetzt hier auf meinem Server. Wir können das einfach mal starten, dann sehen wir uns hier schon. Wo ist es denn hier? Ne, 1.1. ja, hier, da. Das ist nicht 1.1, sondern 1.0.1. so, erstellt hier schon die Welt. Warten wir mal kurz. So, jetzt sehen wir auch hier schon, dass es fertig ist. Ich öffne mein Minecraft. Wir warten. Oh, jetzt ist schon die 1. Hä? Das ist doch die 1.1. Ja, okay. Sehen wir gleich. Wir gehen auf Multiplayer. Ich gebe jetzt Localhost ein und verbinde mich. Also wir sehen, ich bin jetzt hier drauf. Hier sehen wir es auch. Ein Server-Tutorial mache ich jetzt hier nichts neu, da ist ja eigentlich nichts neu. Außer, dass ein paar Tiere gespawnt sind, die neuen Biomes. Ne, das neue Biome mit dem Pilztool. Wie man nochmal ein Bucket-Server genauer erstellt mit der Version 1.0 war das, glaube ich. Steht in der Beschreibung. Ihr müsst dann einfach nur das mit dem Start.bat umändern und halt die Ja reinknallen. Gut, dann sage ich Tschüss und dann bis zum nächsten Tutorial oder Let's Play.